Erstmal gehe ich unter den Baum. Das habe ich auch noch nicht gemacht jetzt hier. So. Ich war brav. Krach, Bumm hat's gemacht. Ey, übel cool. 1,79 Gold, die kann ich ja wohl entbehren. Ja, okay, dann gehen wir jetzt erstmal nach Donnerfels, lernen das mit dem Hammer, dann kann ich den nämlich auch anlegen. Da kracht's noch mal richtig rein. Die Handschuhe mit 23 und die Taschen einfach. Die habe ich einfach da. Ich glaube, ich war aber noch nicht in Donnerfels mit dem. Jetzt sieht er so komisch aus. Ich habe auch keine Schultern. Wer hatte mit Mitte 20, Anfang 20 noch keine Schultern? Auch komisch. Ja, besser ist auch. Also nochmal der Startschuss. Herzlich willkommen zu meiner weiteren Folge hier auf Rising Gods. Mit meinem tollen, tollen Krieger. Ich habe mir jetzt hier soeben nochmal die Brust jetzt hier gekauft von Winsling Q. Mit dem, also so ein Muskelprotzerhemd, ne? Also das hier, bloß als das nochmal. Und ich fühle mich schlaksiger denn je. Ja, also ich habe ja kein X-Perl mehr. Ich hatte auch X-Perl ganz, ganz lange. Aber ich komme mit den Settings überhaupt nicht klar von X-Perl. X-Perl ist quasi, dass das hier so aussieht hier. Das sind diese, sag schon das hier und das mit dem Ziel des Ziels und Gruppen-Analytics und als Gruppendarstellung und Raid-Darstellung. Das ist X-Perl. Und X-Perl war bei mir einfach alles komplett gequetscht. So sah das, also ein Raid, ne? Angenommen 40-Mann-Raid oder sagen wir 20-Mann-Raid. So gequetscht, übel. Und dann hier so hin, hier so. Hier so auf der Höhe jetzt so. Über der Kamera müsst ihr euch vorstellen. Und da hat einfach die Gruppe bei mir hier an den Seiten schon in den Raid-Frame reingelunzt. Und das war einfach nur übel ugly, ja. Und kann man da alles bestimmt einstellen, keine Ahnung. Ich hab mir da nie die Platte gemacht, ne? Halt, halt, stopp, 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 halt, stopp. Jetzt wird's ganz komisch. Ich ziehe mich jetzt mal hier hinter, ja? So, das ist jetzt erstmal egal, okay? Was ich jetzt hier verdecke, ist egal. Jetzt schaut mal auf den Chat. Also in-game, ne? Gekickt, ne? Wir haben den gekickt. Ja, ich mache das mal. Ich mache das mal, ja. Oh. Please, give me that. Oh lol, hier ist ja noch einer. Gar nicht gerade für wahrgenommen. Ich hab sie gleich bekommen, die wilden Trader. Yeah! Wilde Trader, yeah! Gleich angezogen, sehen cool aus, ne? Ah, bleib hier! I have no Wut. Könnt auch schreien hier, ne? Aber. Ach, Ivo. Ach, Ivo. Bleib bei mir, Boy. Da wird sich der Mondbär bestimmt freuen, ne? Über sowas. Über so einen schönen Stab. Schmutzmage auch. Aha. Haben wir denn keine Waffe? Oh, lol! Hä, wieso hat sie so einen Stab? Hä? Erbstücke an, aber nicht diesen Stab, lol. Also, was ist das? Was ist das? Und was hat sie? Na, die hat bestimmt einen qualifizierten Stab. Der Mondbär. Da muss ich aber bei Shadow Unit Frames nochmal gucken, ob ich mir nicht wie so eine Leiste hinbaue oder ob ich das machen kann. Das hat die X-Perl zum Beispiel. X-Perl hatte oder hat so ein Akrometer gleich an dem Mob, den du anvisiert hast. So. Ja, ich meine, ich kann auch über Taste V, hatte mir jetzt auch einer wieder geschrieben in meinen Kommentaren, Taste V drücken und da kommen halt die Namens, wie heißt das? Hier, die Namensplatten hier, die Lebensanzeigen und dass ich auch, wann ich Akro habe. Ja, hilft auch, geht auch. Finde ich aber hässlich, also. Wobei es eigentlich schon ziemlich praktisch ist als Tank, ne? Muss man mal so sagen. Oh, die sind ja hier! Backt auch, ne? Auch nicht. So sieht das auch nicht aus, normal. Und das Problem ist bei diesem.
bei diesen komischen Namensplaketten, wenn die überlappt sind, da geht man doch mal locker einer durch die Lappen, oder? Also das sind doch da nicht alle. Also ich habe noch ein paar mehr als uns, genau. Aber ich glaube, so krass sind die gar nicht mehr. Lol. Danke, bye. Da freut sich die Tatjana wieder, wenn sie ihr Thumbnails machen kann. Stillstand am Steinkrallenpfad. Okay. Erledigt 12 beschmutzte Wasserelemente. Ich lese mir das gar nicht mehr durch jetzt hier. Ich mach das einfach, ne? Ich glaube, das ist halt übel die Kackquest hier. Die Berichte des Kriegs in den Clans. Ich glaube, das ist nicht so geil. Wobei ich da schon fast zu groß bin für diese Quest. Aber ich weiß gar nicht, woher die kommen. Wer gibt mir denn die Pläne jetzt? Ich habe auch so viel Scheiße, ich muss mal meinen Juwelier machen. Ich bin ja Juwe, by the way. Und kann hier ganz viel Kupferdraht herstellen. Schon. Und sowas hier, Stein. Ah, guck an, hier gibt's. Ah, ja, ja, schön, schön. Genau, noch mehr Zeug, von denen ich keine Ahnung habe. Tötet 9 Kundschafter des Eschentals, sonst kann ich. Oh, Leute, 7.000 Erfahrung, das hat viel. Die Daily machen wir nicht. Bericht, achso, das ist das. Ach, das ist das, lol. Ja. Finde 12 Seiten der Schredderanleitung. 12. Ist halt auch so Quest. Ich queste halt auch super selten hier, ne? Ich muss ehrlich sagen, ich muss wirklich gestehen, Horde-Questen ist nicht meins. Ich habe zwar auch viele Horde, 80er, ja, mittlerweile. Aber ich habe die alle, als es noch ging, teilweise geboostet. Also, natürlich nicht alle, ja, aber, und auch nicht vollständig, weil das auch teilweise viel zu anstrengend ist. Aber ich habe richtig viel, gerade in der alten Welt, ausgelassen einfach. So, was soll ich jetzt machen? Komplett überfordert. Kundschafter des Eschentals töten, ja, die krabbeln doch hier irgendwo rum hier, genau. So. Ist der Spielsound vielleicht zu leise oder so jetzt auf einmal? Kann schon sein, ne? Schon ziemlich leise geworden, glaube ich. Ich mache nochmal ein bisschen lauter, weil es ja übel. Mein Gott, ich krieg's nicht, ne? Ich pack's einfach nicht. So. So. Man hat aber auch, meine Güte, oh mein Gott, Musikschleife, finde ich auch schön. Ich mag die Musik immer gern. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde, das ist zu laut jetzt, oder? Doch, das ist zu laut. Das schallt mir übel in den Ohren. Also ich finde ja die Musik bei der Allianz, in den Allianzgebieten schöner als bei der Horde. Das muss ich einfach mal so sagen. Ich war ja früher nur Allianzspieler. Und jetzt, nur Horde. Ah, okay. Okay, Juna, schön, 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 schön. Aber Allianz, ja, Allianz, ich fand Allianz einfach wirklich schöner. Also, es hat mir auch mehr Spaß gemacht irgendwie. Horde konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und jetzt? Ja. Und früher war auch immer Druide mein Main, ne? Immer Druide, Druide, Druide. Dann kam immer mal irgendwie alles, jede andere Klasse dazwischen, gefühlt. Und... Ja. Dann kam der Krieger ganz groß. Das ist ja der dritte Krieger, glaube ich, oder der vierte sogar. Der dritte Krieger, den ich dann richtig hoch level, also auf 80 dann habe. Und das ist schon ein bisschen heftig so. Aber gut, ich habe auch drei Druiden auf 80 jetzt. Ah. Ali hat schönere Klassen. Ich sag mal, schönere Völker. Klassen sind ja die gleichen, ne? Aber die Kombination finde ich bei der Ali auch besser.
Also mich stört es nicht, dass ich kein Zwerg-Schaman spielen kann. Mich stört es auch nicht, dass ich jetzt kein Pala-Taure spielen kann. Das finde ich schon ganz gut so. Also das ist auch nicht verkehrt, ja. Ist es boring, Mann. Soll ich mal mit dem Hammer hier irgendwie? Oder muss ich erst meinen Skill noch üben hier, Mann? Sonst treffe ich die ja nicht. Oh, hier, hier, hier. Er. Er ist ja komplett Elite. Deswegen ist ja auch kein Mob, weil der die alle umboxt. War noch Kundschafter. Oh, Mann. Ja, und dann irgendwie kam dann durch, nur durch Kumpels, ne? Durch Kollegen, dann der Einfluss zur Horde, mehr oder weniger. Dann habe ich mein Main getranzt, sogar auf Horde. Ja, dann ging es halt steil auf der Hordenseite und es hält halt immer noch. Auch ohne die coolen Gildenmitglieder von damals. Aber das ist nicht schlimm. Also schade, es ist schon traurig, ne? Aber nicht schlimm. Ist ganz normal, dass man eine WoW sich verliert. So, macht das jetzt so Sinn mit der Waffe? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, ich treffe die nicht. Ah, Krobuk. Schön, dass du mir hilfst. Er ist auch Tank, ne? Aber nur wegen der Kreuzfahrerwaffe, nehme ich an. Genau. Tja. Das ist natürlich blöd, ne? Ach, guck an. Oh, hier Schafkralle. Wer ist denn Schafkralle jetzt? Kriegt er die? Die ist 31, Alter, was? Und ich habe hier noch einen angelockt, shit. Der hat aber volles Leben, der Boy. Der Vogel ist 10 Level höher als er. Ich treffe den gar nicht. Und ich skill meine Waffe. Ah. Wie schnell er die einfach killt, ist Wahnsinn, ne? Das ist insane. Man trifft ihn einfach nicht. Ich stehe schon hinter ihnen und treffe ihn nicht. Oh mein Gott. Ist das disgusting. Er stirbt. Hä? Achso, ne. Okay. Lol. Das war eine Quest sogar. Uff, ja. Oh ja, gerne. Oh, ja. Was, hab gerade gesagt? Ach so, lol. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Schultern. Ja, wir haben Schultern. Oh mein Gott, ich bin einfach der übelste Bronzeboy. Holy shit. Dito, bye bye, bye bye, bye bye. Wow, voll lieb, ey, Mensch. Ich hätte ihn ja mal irgendwie ein bisschen Kupferdraht geben können als Tausch. Weil das Problem ist, man will ja bei Doppelerfahrung eigentlich leveln, ne? Wir haben ja jetzt Doppel-EP-Wochenende noch heute. Und da will man natürlich leveln, ja, ist klar. Oh, mein Leben! Oh! Ich wollte nur hinterher. Oh. Dieses Schweigen, du. Was ist das jetzt hier? Muss auf jeden Fall was essen. Ich hab nichts. Doch, Bananen habe ich.
Warum kaufe ich mir auch nie Essen? Ne? Ich denke mal, ich wäre He-Man, glaube ich. Also manchmal denke ich einfach, ich bin einfach so krass. Ja, und wow. Aber nicht mal Essen in der Tasche haben hier, ja? Nur 3 Bananen und hier 2 Käse. Wow. So, unser Streitkolben ist gleich auf 100, das ist schon mal okay. Wir kommen bis 115. Halb tot. Der haut mich einfach halb tot. So, mit Siegesrausch sieht das vielleicht anders aus, wenn ich denn, wenn ich den hier auch mal treffe. Jetzt töte ihn. Schlag zu. Hier sind doch noch 2 andere. Ich sehe sie doch schon. Du bist eingeschlafen. Das ist doch nicht so schlimm. Ach so, da war das... Unterhaltungslevel eingeschlafen. Jetzt ist aber gut, Jungs. Also ihr schlagt mich ja wirklich grün und blau, ne? Und ich bin gesilenced. Ha. Ja! Bam! Jetzt geht's. Jetzt. Wie viel Glück kann man haben, um hier genau Level abzukommen? Ich brauche die Vase. Hier war doch noch einer. Hier. Er hier. Na, aber hallo. Bam, bam, bam. Easy, Puppy, easy. Krobuk wieder am Start. Hm. Rampazamba, ja. Was war da los bei Punk Woman? Was war los bei Punk Woman? Dass sie einfach eingeschlafen ist im Allianz Raid. 3 Hörner noch, dann haben wir's. Meins. Oh, ne, das sind 2. Ah, egal, egal. Donnerknall ready? Ja. Easy. Aber er hilft mir doch, er hilft mir doch, Mensch. So, einen brauche ich noch, Krobus. Krobuk, einen noch. Ich brauche immer noch einen. Brauche nur noch einen. Keine Wut. Erst noch unbefleckte Rechte. Ah, fertig. Okay. Ah, nee, es sind sogar so seine, okay. Manchmal erzähle ich halt einfach nur, Blödsinn, ne? Ach, alles Gute, um Gottes Willen. Brauchst dich ja nicht zu entschuldigen. Aber das Silber hier, das haue ich jetzt. Ich habe keinen Platz im Inventory. Doch, hat gereicht, cool. Hat gepasst. Die Sache ist halt die, ja. Wir werden jetzt hier nicht mehr lange spielen. Also ich heute hier. Ja. Das ist halt einfach die Sache. Die ja. Oh, ist ein bisschen hoch, aber ich glaube, wir überleben das. Wenn wir so rückwärts fallen, ne? Smart. Oh! Einfach nur top. Einfach nur übel der Jump, übel der Move. Und einfach nur den Erfolg mitgenommen. Chillig. So, hier haben wir schon mal das eine. Das ist einfach mal ein halbes Level, ne? GG. So, er jetzt hier noch hier, ne? Moin. Nochmal das gleiche. Oh! GG. Aber das war's halt jetzt schon, ne? Wir sterben hier fast. Wir machen jetzt hier erstmal hier unseren Wegpunkt. Und dann würde ich sagen, ist jetzt hier auch erstmal Feierabend.
Hammelkoteletts ist Essen, ne? Aber ich kaufe mir hier lieber nochmal richtig nach. So, dann kann nämlich das weg. Und das und das. So, und als nächstes Ziel, ja? Was ich mit dem guten Low hier bestreiten werde, sind die Berufe. Weil das Doppel-EP ist ja heute dann zu Ende. Ne? Und dann kommen aber die Berufe mal dran, ja? Also wir werden nach Silbermond reisen. Und dort dann unser Juwelier weitermachen. Ne? Erstmal, da ist es ein bisschen weniger wird, ja? Ja. Komm doch. Das hier, dass es alles ein bisschen ausgedünnt wird, sag ich mal. Und vielleicht bauen wir sogar ein bisschen was. Mal schauen. Fliegen jetzt erstmal nach Okremar. Und ich würde sagen, vielen Dank für das Zuschauen. Ne? Danke an alle, die da waren, dabei waren heute. Nochmal abschließende Worte. Hat Spaß gemacht. Vielleicht kommt sowas jetzt öfter. Vielleicht kommt es aber auch anders. Ich sag mal, Shadow Raid hat Spaß gemacht. Kommt auch auf YouTube und alles, ganz klar. Ja, ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal streame jetzt, ne? Ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, durch die Zeit und alles. Morgen schaffe ich es definitiv nicht, aber am Mittwoch. Am Mittwoch werde ich wieder streamen. Mittwoch um, ich sag mal, 19 Uhr? Ne, ich sag mal 18 Uhr. Am Mittwoch 18 Uhr. Da, hier, an den Tag, kommt der nächste Stream. Ne? So, und da werde ich aber wahrscheinlich Cyberpunk weiter spielen, denke ich. Ich werde diese Folge jetzt hier noch hochladen auf YouTube, also nicht heute, aber ich schätze mal die Tage noch. Und das wird dann noch erstmal das letzte Video sein in diesem Jahr von mir. Ja, natürlich vor der Horde kommt noch und dann das Let's Play. Ansonsten war es das in diesem Sinne erstmal. Ne? Wir sehen uns dann Mittwoch, 18 Uhr, spiele ich wieder. Und dann wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Start in die Woche. Ne? Danke fürs Vorbeischauen und dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss, tschüss. Ach so, ja, jetzt muss ich ja natürlich noch die Taste drücken hier, ne? Auf Beenden. Tschüss.